wenn die Geburten, die sehr geburtenschwachen Jahrgänge langsam in die Konsumalter kommen, also 20 und älter, wenn sie selbst verdienen, das sind ungefähr 20% weniger wie noch vor einigen Jahren. Also da wird ein Wandel sein, aber auch die Älteren, die Bevölkerung wird ja immer älter und das wird auch eklatante Auswirkungen haben auf das Konsumverhalten. Ich glaube, dass die Älteren mehr Service haben wollen in Zukunft. Bei den Jüngeren ist natürlich Selbstbedienung immer noch hoch im Kurs, aber hier wird sich auch eventuell eine Änderung ergeben, weil es einfach weniger werden und die eventuell ein anderes Einkaufsverhalten haben. Die Einkaufszentren sind in Konkurrenz zu der Innenstadt, weil in einem Einkaufszentrum kann ich eventuell alles kaufen, also auch Lebensmittelgeschäfte, auch der Bäcker und so weiter, die achten auf ein gutes Mix und das ist in der Innenstadt nicht immer gegeben. Ja, der Trend ist ja eigentlich in die Innenstadt, aber das muss natürlich beibehalten werden und ich muss einfach Service bieten. Ich muss einmal bieten eine Infrastruktur hinsichtlich Parkhäuser oder öffentlicher Nahverkehr, sodass es einfach ist, in die Stadt zu kommen. Zweitens muss ich eben Parkhäuser haben, die einigermaßen nahe bei sind, damit der Kunde sofort dann in die Geschäftsviertel reingehen kann, ohne allzu lange Wege. Das ist das Hauptproblem. Also bei Einkaufszentren, die denken eben langfristig, müssen das auch machen. Bei anderen Sachen ist oft eine Gewinnmaximierung wichtig, also möglichst hohe Mieten. Das kann aber auch langfristig ins Gegenteil umschlagen, denn es sind immer die gleichen, die die höchsten Mieten zahlen können. Und das kann langweilig für die Innenstadt sein. Wir haben ja einen enormen Touristenboom. Was wir im Augenblick noch nicht haben, sind genügend ausländische Touristen. Also wir haben sehr viele Deutsche. Und wenn ich durch Deutschland fahre und erzähle, dass ich aus Hamburg komme, heißt es immer, oh ja, Hamburg ist toll und da wollen wir hin. Und wir fahren auch übers Wochenende hin, aus den und den Gründen. Aber was wir zu wenig haben, sind einmal Amerikaner. Wir haben ja nur eine Verbindung nach New York, Direktverbindung. Und was uns fehlt, sind die Chinesen eigentlich, die Asiaten. Und da ist Frankfurt und München im Vorteil. Dort sind Direktflüge und man sieht das auch im Stadtbild, dass dort sehr viele Asiaten und auch Amerikaner, Hofbräuhaus, Heidelberg und so weiter, der Süden, natürlich in den Köpfen bei denen drin ist. Hamburg noch nicht, sind immer erstaunt, wenn sie nach Hamburg kommen, wie toll das ist. Aber da fehlen uns eigentlich Direktverbindungen, Flugverbindungen.